Guten Morgen, Guten Rubi. Morgen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja, so besonders ist das alles. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. 28. Junger Hüpfer. Ja, jetzt wird schon langsam. Jetzt geht es näher an die 3 ran als an die 25, so in der Art. Wow, das sind noch Probleme. Was steht denn heute so an? Wischen und dann ist mein Tag richtig, richtig voll, muss ich sagen. Ich habe ja am Anfang der Woche schon so angefangen, mir so ein paar Termine schon hinzulegen und jetzt ist halt einfach viel, viel mehr raus geworden. Ich glaube, ich mache jetzt von 10 bis um 4 komplett durch. Ich glaube, ich habe eine Stunde Pause irgendwo dazwischen oder sowas, aber ist geil. Also, ich habe es mir ja selber ausgesucht eigentlich. Also, ich wollte jetzt nicht meinen Geburtstag frei verbringen, sondern das machen, was ich liebe. Sehr schön. Ja. Das Zufallswort des Ja, Tages. gell. Gehirnerschütterung. Ei. Bin ich verschont geblieben bis jetzt? Habe ich noch nie gehabt. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt, glaube ich. Also, meine Schwester hat es mal gehabt, die ist vom Badstuhl runtergefallen und mit dem Kopf gegen Waschbecken. Das war jetzt nicht so geil. Das war vor allem mitten in der Nacht so nah, und dann sind wir noch ins Krankenhaus, glaube ich, krank sogar. Boah, das ist schon ewig, ey. Aber ich bin da komplett verschont geblieben. Aber ich hatte mal einen Zusammenprall mit einem anderen Kind im Kindergarten. Beide so gelaufen und dann schön mit dem Kopf gegeneinander. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich immer Migräneanfälle. Und das war ganz, ganz schlimm, weil bei den Migräneanfällen habe ich nichts mehr machen können. Gar nichts mehr. Da war echt einfach nur, ich brauche komplette Dunkelheit, hinlegen und dann nach 3, 4, 5 Stunden war es dann wieder besser. Also es war wirklich ganz, ganz scheiße. Und Gott sei Dank, toi, 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 ich hoffe, das kommt nicht mehr wieder, war es nach der Pubertät weg. Keine Ahnung warum, aber ja, hat sich wahrscheinlich irgendwo so ein Knochen gelöst, der ist dann in mein Hirn rein und dann in der Pubertät ist er dann wieder rausgewandert. Also keine Ahnung. Ja, weiß auch nicht. Aber jetzt frei davon. Wir haben natürlich auch das einzig wahre Geschenk für dich. Ja! Monster. Das war jetzt zweideutig, oder? Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Chris. Du trainierst jetzt? Yes, schnelle Brücke, Einheit. Was steht danach so an? Insgesamt 2 Probetrainings und zweimal Trainingsplangestaltung. Was für Trainingspläne sind das? Einmal Grundübungen Basics. Genau, also Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge. Also die will sich komplett auf die Grundübungen fokussieren. Und beim zweiten Mal weiß ich mal. Da hast du den Termin ausgemacht. Okay. Habe jetzt eine mehr im Kopf. Ja, die hat angerufen. Und ja, gucken wir mal, was die will. Ja. Ist aber auch erst abends um 7 dann letzter Termin. Und ja, genau, das steht heute an. Volles Programm heute. Das Zufallswort. Gehirnerschütterung. Aua! Gehirnerschütterung, keine schöne Sache. Servus. Auch eine gefährliche Sache, vor allem weil man es oft gar nicht so wirklich bewusst mitkriegt. Gerade bei Stürzen etc. Man meint, ja, es ist schon in Ordnung, du Kopfweh. Aber auf jeden Fall eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist. Also da, wenn auch nur der leiseste Verdacht herrscht, wirklich gleich checken lassen. Weil damit ist nicht zu spaßen, da können wirklich bleibende Schäden entstehen. Das fällt mir dazu ein, so als kleiner Rat am Freitag. Genau. Ja. Schaut es mich an, das erklärt einiges. Wow. Ich hatte schon einige. Naja, ich bin damals vom Wickeltisch gefallen. Also, du wirst auch, was bei mir los ist und warum. Also, seid nachsichtig. Viel Spaß im Training. Danke. Thank you.
Mein lieber Ruppi. Oh, Lucia. Komm mal hier. Mein Freund, alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel Glück, Gesundheit. Bleib immer wie du bist. Oder noch ein bisschen besser, ne? Bartwecker. Und Bartwecker. Ich würde jetzt küssen. Wenn der Bart jetzt nicht da wäre, dann küsse ich, ehrlich. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in diesem Beruf ganz groß rauskommst. Danke dir, Mann. Also, danke dir. Bist du extra hergekommen jetzt? Ja, war ich extra hier. Und jetzt gehe ich Beine machen, trainieren. Okay. Man muss da jeder nicht wissen, weißt du. So. Wir haben da besondere Draht, weißt du, so. Freunde halt, ne? Je nachdem, den anderen Tag Beine, den anderen Tag Brust. Zum anderen möchte ich auch mehr von den Geräten wegkommen, das freie Training. Hm? Bitte? Sehr gerne. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, ein Knieheben, Kreuzheben, Kniebeugen habe ich eigentlich immer noch nicht angefangen. Da hat mir das ja mal gezeigt, aber nicht wirklich angefangen. Mhm. Muss ich da dann einfach vielleicht mal noch anfangen. Also nochmal. Wegen dem Splitten. Wie hast du das vorgestellt? Wollte ich euch mal das am besten machen. Dass ich da vielleicht effektiver arbeiten kann, wenn ich das splitte. In welcher Art und Weise ist das? Ja. Hinten eigentlich Maschine, Beinpresse, Ausfallschritte. Mhm. Mit 16 Kilo. Mhm. Links, rechts. Die Elektros. Mhm. Und ansonsten eigentlich nur eine schnelle Endostreppe. Okay. Auf Intervall. Okay. Was ja eigentlich auch anders. Pitchart. Noch nie? Würde ich vielleicht sogar jetzt am Anfang noch einbauen. Und bei dir ist einfach das Problem mit dem Rücken, dass die Hantel einfach nicht optimal ablegen kannst. Das hast du damals gesehen. Ja. Ich habe halt damals angefangen, ich habe auch mich ehrlich gesagt nicht so wohl gefühlt, deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Ja. Ja. Dann machen wir lieber was, wo das wurscht ist, mit der Pitchart. Dann hast du einfach einen Gürtel drum und dann kannst du da zumindest für den Unterkörper relativ. Okay, ja. Mach ich ja bloß. Wenn du immer sagst, mach erstmal dann die Übungen sauber und dann können wir mal weiterschauen. Zack. Wir können drei Ganzkörperpläne machen und diese Ganzkörperpläne aber fokussieren. Mhm. Das heißt, strikt ist es kein reiner Oberkörpertag. Dann nichts, aber halt du hast halt dann noch eine Beinigung. Okay. Ich meine, das zählt halt dann wahrscheinlich trotzdem als Ganzkörper. Das ist ja eh Auslage, also diese Wurscht. Aber dann machen wir einmal einen Ganzkörper mit Fokus auf Unterkörper und dann machen wir einen Ganzkörper mit Fokus auf Oberkörper. Du hast es bei beiden. Kann ich je nachdem, wie ich Lust habe, kann ich ihn. Okay. Genau. Ja? Ja. Und so. Das ist die Schwierigkeit, die sich wenig vorstellen. Je nachdem, wie du es schaffst. Also. Mit 300 schaffe ich. Bei der Knochen. Ich mache eigentlich immer für 15 Wiederholungen, wenn ich den Rücken aufgebe. Aber 10 Wiederholungen schaffe ich. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Nein, vielleicht mache ich es auch nicht richtig, aber ja, vielleicht meinen wir es irgendwie. Also praktisch, du gehst so, du hast das. Und dann dreh ich mich hoch. Und dann noch so. Genau. Glaube ich eigentlich schon. Damn. Ja, wenn du da 3x10 schaffst, das ist gut. Da gucken wir mal, ob ich den nachher. Ja, vielleicht fällt ich ab und schaffst deswegen. Also. Schauen wir mal. Was? Also das ist schon sehr gut. Thank you.
können jetzt hier nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil vielleicht habt ihr jetzt ein paar Szenen gesehen. Der Flo hat ein bisschen oberen Rücken schon gegrümmt. Das ist eine Wirbelsäulenposition und wir versuchen trotzdem jetzt mal Kreuzheben mit einzubauen. Die Wirbelsäulenposition wird sich dadurch vielleicht sogar verbessern. Ich kann mir das vorstellen, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber das, ich kann mir das durchaus vorstellen. Und wichtig ist vor allem beim Kreuzheben in jeglicher Form, dass eben die Rückenposition fest ist und dass man eben das mit dieser Position das Anziehen lernt, sich festzumachen und diesen Widerstand vom Boden wegzuziehen. Und das versuchen wir eben jetzt bei ihm gerade zu machen. Er muss halt die Wirbelsäule-Position für sich hier eben in eine Neutralposition bekommen, die da festmachen und dann wird er ja im Alltag auch beladen, so wie sie jetzt im Moment ist. Deswegen wollen wir sie jetzt eben stärken in der Form, wie sie jetzt gerade ist und das dann so vielleicht im Alltag auch noch ein bisschen verbessern und für seine Sportart Fußball natürlich auch.